Einen wunderschönen guten Abend und willkommen bei Wahrheit oder das Todesrad. Und zwar habe ich das bei einem anderen Streamer gesehen, fand das sehr, sehr cool und dachte mir, das können wir eigentlich auch. Big Shoutout und Credits an Ludwig, sehr cooler Streamer, den ich sehr gerne gucke, der hat das gemacht und ich klaue dem einfach 1:1 die Idee. Vielleicht hat es auch jemand vorher gemacht, weiß ich nicht. Solange wir diesen Kopf rauchen, könnt ihr mir Fragen stellen, die ich beantworte. Wenn ich diese Frage nicht beantworten möchte, dann muss ich eine Bestrafung machen. Da sind relativ einfache Sachen drin, wie 20 Squats machen. Das sind aber auch, sagen wir mal, eher unangenehme Sachen drin, wie Oma anrufen und sagen, dass ich Vater werde. Oder auch eine Glatze schneiden. Ihr dürft mich natürlich nur Sachen fragen, die ich auch beantworten darf. Alles, was ich beantworten darf, muss ich beantworten oder einmal an dem Rad drehen. Und ich würde fast sagen, lasst die Spiele beginnen. Ich bin Manett und frage, was deine Meinung zur kommenden Cannabis-Legalisierung ist und wie du natürlich erst, wenn es legal ist, zu Weed in der Shisha stehst. Also Weed in der Shisha mache ich einfach mal als allererstes. Ist, glaube ich, ziemlich dumm. Da gibt es deutlich bessere Wege, das zu konsumieren. Ich bin stark für die Cannabis-Legalisierung, weil ich der Meinung bin, dass Cannabis deutlich weniger schädlich ist als Alkohol. Und von daher sollte meiner Meinung nach jeder Mensch selbst entscheiden dürfen, wenn er volljährig ist und im Besitz seiner geistigen Kraft ist, darüber zu entscheiden, ob er das rauchen will oder nicht. Ich bin ein großer Freund zum Beispiel von Portugal, wo einfach alles legalisiert wurde und man hat gesehen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen bin ich da definitiv pro Bubatz. Bist du ein wenig eifersüchtig darüber, dass andere Blogger wie Kassel oder Hookers ihre eigene Pfeife rausgebracht haben? Ach, das ist wieder das große Wort mit dem deutschen Wort Eifersucht. Im Englischen könnte ich jetzt sagen Envy, also eine positive Eifersucht. Ich gönne das den Jungs und ich finde das cool, dass sie das gemacht haben. Plus, ich würde das auch gerne irgendwann machen. Aber die haben das gut gemacht, die haben das schneller gemacht und die haben das auch mit den richtigen Leuten gemacht. Was war deine schlimmste Erfahrung als YouTuber oder Streamer? Ich glaube, dass eine Klage angedroht wurde. Da war ich schon echt auf 180, aber nicht vor Angst, sondern vor Wut, weil das in einer unglaublich dummen Situation war, wo ich auch wusste, dass die Klage null Bestand hat. Was auch instant mit dem Anwalt abgeklärt wurde. Aber da war ich wirklich auf 180. Da hätte ich am liebsten durch mein Telefon durchgeschlagen. Wen magst du aus der Szene so gar nicht? Das ist einfach beantwortet. WD, weil die viele Pfeifen kopieren und das finde ich nicht korrekt. Ja, ist einfach wenig Arbeit reingesteckt, ne? Wenig Arbeit reingesteckt, wenig Liebe reingesteckt. Man kann trotzdem nichts gegen die Produkte sagen, aber ich mag sowas gar nicht. Also würde ich mich wahrscheinlich sowas wie WD entscheiden. Ja, was ist dein Bodycount? Beantwortet man sowas jetzt im Internet im Livestream? Möge das Wheel of Doom erscheinen! Oh, bitte, 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 nicht direkt irgendwas Überschlimmes. Bitte irgendwas Chilliges. Yes! Lucky me, Digga. Lucky me, Digga. Welchen YouTuber von Tabak erraten magst du am wenigsten? Ganz ehrlich, alle Leute, mit denen ich Tabak erraten gemacht habe, mag ich. Das ist jetzt so eine Frage, so wäre es eine 9 oder wäre es eine 10? Also wenn ich mich zwischen allen entscheiden müsste, würde ich Simon nehmen. Aber ich habe halt auch mit Simon von all den Leuten am wenigsten zu tun. Also das heißt jetzt nicht so, ich hasse Simon oder so. Das ist so, es ist trotzdem unfair, es ist trotzdem fies, das zu sagen. Aber müsste ich mich zwischen all den Leuten entscheiden, ist Simon die am wenigsten wichtige Person in meinem Leben. Mit welcher Bloggerin hättest du gerne was? Ach komm, bitte, 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 bitte. Bitte nicht Schlimmes. Bro. Die erste Bestrafung, die wir wirklich machen müssen. Eine Sache. Wer jetzt nicht abonniert oder einen scheiß Prime-Sub raushaut, der ist ein ehrenloser, undankbarer. So ist das. Nein! Nein!
Nein! So startet die Abstimmung. Okay. So, es ist 26, Freunde. Umfrage beenden. Dann entzünden wir den Tornado. Es hat gar nicht funktioniert. Ich bin ehrlich, ich würde mir selbst keinen guten Tornado-Score geben, aber... Boah! Okay, ich glaube, die ist einfach beantwortet. Da muss ich nämlich nicht zu sehr ins Detail gehen. Und zwar war meine damalige Freundin war bei mir zu Hause. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Und wir waren im Bett. Wir haben da sehr intensiv gekuschelt. Und das war sehr, sehr schön. Und dann hat es an meiner Tür geklopft. Und dann habe ich gesagt, nein. Anscheinend war aber das Wort nein zu nah an dem Wort rein. Und dann ging die Tür auf. Während wir gerade sehr intensiv am Kuscheln waren. War auch sehr, sehr schönes Kuscheln, hätte aber keine Zuschauer gebraucht. Ich weiß von nichts. Oh Gott, warum ist mein Papa auch noch im Chat? Oh nee. Wir haben da nie drüber geredet, Papa, ne? Ich glaube, du hast ganz peinlich berührt, schnell die Tür wieder zugemacht und wir haben da nie drüber geredet. Peinlichster Fetisch. Also ein Fußfetisch habe ich auf jeden Fall nicht. Drehen wir oder nicht? Könnte auch Glück... Oh Gott, wenn ich jetzt noch einen Tornado zünden muss, dann... Wie lange kann ich da nichts anfassen, Anna? Das kommt auf den Nagellack an. Ja, das hilft mir jetzt nicht. Ist das so eine Stunde oder eher 10 Minuten? Wer heute nicht abonniert, ehrenlos. Ehrenlos. Welchen großen Shisha-Blogger magst du gar nicht? Es gibt Leute, mit denen komme ich sehr gut aus. Es gibt Leute, mit denen komme ich weniger gut aus. Aber ich glaube, es gibt keinen Blogger über 40k, den ich gar nicht mag. SWT, ja, mit SWT bin ich nicht gut. Aber muss man trotzdem schon anerkennen, dass die früher krass waren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich befreundet bin mit SWT oder so. Also bin ich auf jeden Fall nicht. Aber dass ich die gar nicht mag, wäre schon fies. Hat jemand schon mal deinen Fame ausnutzen wollen? Also so richtig offensichtlich nicht. Aber könnte gut sein. Also bei ein paar Leuten hätte ich da eine Vermutung. Aber nichts, was irgendwie begründet wäre. Oder nichts, wo es irgendwie rauskam oder so. Das letzte Mal kuscheln. Mit wem? Gut, er hat geschrieben kuscheln, nicht intensiv kuscheln. Mit wem habe ich das letzte Mal gekuschelt? Das ist anscheinend ein paar Tage her. Ich glaube, wir haben so eine Gruppe, die nennt sich Mädelsabend. Weil wir dann immer zusammen irgendwelche Filme gucken, die eigentlich, sagen wir mal, eher so Mädelsfilme sind. Wobei da auch zum Beispiel so High School Musical mit drin ist, ja? Und dann habe ich so in der Mitte gelegen und die hatten beide so jeweils einen Kopf auf meine Schulter. Eine links, eine rechts. Welchen Star wünschtest du, würde dir auf Instagram folgen? Ich glaube, sowas wie Elon Musk oder sowas wäre extrem cool. Auf der anderen Seite würden dann natürlich direkt so Sachen in den Kopf schießen wie Madison Beer. Und wenn ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden muss, ja, wir nehmen mal Madison. Etwas Neues Beziehungstechnisches am Start oder entwickelt sich irgendwas in solch eine Richtung? Nee, beides nein. Welches Produkt hast du promotet, welches dir nicht gefallen hat? Also es könnte höchstens sein, dass ich was in meiner Story hatte, was ich zu dem Zeitpunkt gut fand und es im Nachhinein Gründe gab, warum ich es nicht mehr gut finde. Aber bei etwas zu wissen, dass ich es nicht gut finde und es trotzdem promote, nada. Vito, du kleiner Hund. Das wollt ihr wissen, ne? Sowas wollt ihr wissen. Also, wenn der Marvin mal eine einsame Nacht hat und man möchte sich gerne ein Erwachsenenfilmchen angucken, dann würde ich zum Beispiel suchen und wartet aber jetzt auf die Erklärung, bevor ihr ausrastet. Stepsister. Aber nicht wegen der Fantasie einer Stepsister, sondern weil das meistens die schönsten Darstellerinnen sind. Die Darstellerinnen, die in diese Kategorie fallen, sind meistens die, die ich mir gerne anschauen möchte. So, damit hängen wir dieses Thema jetzt auf und gehen zur nächsten Frage. Ihr müsst jetzt wieder Fragen schreiben. Ihr müsst jetzt wieder Fragen schreiben. Ja, komm, halt der Maul, Digga. Please. Digga, jetzt sitze ich hier mit einer Glatze und schwarz lackierten Fingernägeln
und muss in eine fucking Zwiebel beißen. Da stand ja nur, ich muss reinbeißen, ne? Kommt besonders gut mit den schwarzen Fingernägeln hier, oder? Guck mal, ich weine sogar. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Boah, das war echt sehr ekelhaft. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ekelhaft ist, aber es ist immer noch in meinem Mund. Absolut ekelhaft. Wer hat es geschrieben? Sadi, Digga. Dich bann ich nach dem Stream sowas von raus, Junge. Obviously drehen wir. Komm. Digga, den kann ich jetzt gebrauchen. Skoll. Easy. Kann auch 10 Mal kommen. Digga, die Suff-WG. Auf dich, Marc. Und deine ehrenlose Frage. Ich nehme die Frage jetzt einfach so, wie sie dasteht. Was ist der Wolkenbruch? Also für was steht das Wort? Als Wolkenbruch bezeichnet man einen sehr plötzlich auftretenden, sehr starken Regen. Frage beantwortet. Kannst du nichts sagen. Mit welcher deiner weiblichen Freunde hättest du gerne mal intensiv gekuschelt? Sehen die das? Kriegen die das mit? Packt der Basti das ins Video? Wir drehen mal am Rad. bitte gib was Gutes. Bitte gib was Gutes. Komm. Jetzt muss ich hier mit frisch geschnittener Glatze, schwarzen Fingernägeln nach 2 Wodka einen Fortnite-Tanz machen. Also eine Hand hier, eine Hand hier. Okay, Freunde. Nach dieser Frage sind die Fragen zu Adressen abgehakt. Es gibt eine Sache, vor der ich wirklich noch Angst habe. Oh, wisst ihr, vor was ich richtig Angst habe? Schottscharfe Soße und das war so fucking knapp gerade. Nein! Oh, nee! Oh, nee. Seht ihr es? Jetzt noch eins. Oh. Ist noch eins. Oh, das ging einfach. Da. Das war weniger schlimm, als ich dachte. Es tut weh und meine Augen tränen, aber es war weniger schlimm, als ich dachte. Nee, dafür habe ich noch nicht genug Wodka getrunken, mein Lieber. Dafür habe ich noch nicht genug Wodka trinken müssen, mein Junge. Der letzte Spin. Komm, gib bitte jetzt den Marvin Joker. Es wäre so befriedigend, wenn jetzt der Marvin Joker kommt. Einen wunderschönen guten Abend. Chat, schreibt jetzt eure Vorschläge für schlechte Witze. Und der Rat der Discord-Hausherrin möge sich beraten und aussuchen. So, habt ihr schon einen Joke? Ja, ich nehme den von Crossy, der ist gut. Okay, vielen lieben Dank. Achso, stopp. Nächster Step. An welchen Influencer soll dieser Kommentar gehen? Ich hätte jetzt eher gesagt an Alex. Oder an Alex, ja. Ja. Alex. Und war Alex. Alex. So, und der war übrigens, ich habe gerade ein Blatt gelocht, aber das nur am Rande. Feuer-Emoji. Feuer-Emoji macht alles besser. Und Anna, was sagst du eigentlich zu meinen Fingernägelkünsten? Nächstes Mal mache ich dir deine, oder? Sieht fresh aus. Ja, Mann. Aber dann Gelnägel, ne? Das ist nochmal ein Step up. Ja, easy. Kann nicht so viel schwerer sein. Was? That's it. Ich habe meine Haare verloren. Ich habe meine natürlichen Fingernägel verloren. Ich musste Zwiebeln fressen. Und weiß ich nicht, was alles. Nasenhaare. Es hat mich... Was hat mich... Wie viel hat mich dieser Stream gekostet? Ja,